Hallo und herzlich willkommen bei Inventor. In diesem Video geht es um die Schnellinbetriebnahme Ihres kabellosen Reglersystems Inventor Connect. Mein Name ist Marc Scheuermann und ich zeige Ihnen heute, wie Sie Ihr System, den Regler Easy Connect, über Funk mit den Connect-Innenblenden, also mit Ihren Lüftungsgeräten und nachträglich mit Sensoren verbinden. Ihre Innenblenden sind zusammen mit den Lüftungsgeräten in den Außenwänden eingebaut. Der Regler und die Blenden sind an 230 Volt angeschlossen und die Sensoren haben ebenfalls Strom. Super, dann kann es schon losgehen. Wenn die Innenblenden an die Stromversorgung angeschlossen, aber nicht mit dem Regler verbunden sind, läuft das Lüftungssystem auf kleinster Stufe mit Wärmerückgewinnung, sodass eine Grundlüftung sichergestellt ist. Da Sie weitere Einstellungen vornehmen möchten, zum Beispiel die Stärke der Lüftung verändern, binden Sie die Innenblenden über Funk an den Regler Easy Connect an, der die Steuerung übernimmt. Fangen wir also an. Am Regler Easy Connect wird zuerst ein freier Funkkanal gesucht. Das macht der Regler selbstständig. Wenn ein Kanal angezeigt wird, bestätigen Sie ihn, indem Sie auf die mittlere Taste, also die Modustaste, drücken. Nun können Sie zuerst die Uhrzeit und dann das Datum einstellen. Sollten Sie den Regler später mit der Inventor Mobile App verbinden, können Sie diesen Schritt überspringen, weil der Regler dann die Uhrzeit Ihres mobilen Endgerätes übernimmt. Nun zu den Innenblenden. Zuerst nehmen Sie die Abdeckung ab, vorsichtig oben links und am Schwenkarm aushaken. Jetzt haben Sie die Innenblenden für die Verbindung mit dem Regler vorbereitet. Drücken Sie nun am Regler Easy Connect die Modustaste für 3 Sekunden. Die LED am Regler fängt an weiß zu blinken und im Display wird vorerst eine 00 angezeigt. Das bedeutet, dass keine Geräte mit dem Regler verbunden sind. Der Regler wartet nun auf das Signal der Geräte, die verbunden werden sollen. An den Innenblenden sehen Sie unten links eine kleine Öffnung, hinter der sich eine kleine Taste befindet. Jetzt benötigen Sie ein spitzes Werkzeug, einen dünnen Schraubendreher oder einen kleinen Inbusschlüssel, um die Taste zu drücken. Verbinden Sie nun die Innenblende mit dem Regler. Die Innenblende befindet sich im Ruhemodus. Tippen Sie die Taste kurz an. Danach drücken Sie noch einmal auf die Taste, dieses Mal aber etwas länger, für ca. 3 Sekunden. Die LED fängt an grün zu blinken, was bedeutet, dass die Innenblende versucht, sich mit dem Regler zu verbinden. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED an der Innenblende permanent grün und der Regler zählt aufwärts. Diesen Vorgang wiederholen Sie jetzt bei allen Innenblenden. Hier sind jetzt 4 Innenblenden verbunden. Der Regler zeigt also am Ende 4 verbundene Geräte an. Jetzt sind erst einmal alle Lüftungsgeräte verbunden und Sie beenden den Kopplungsmodus, indem Sie kurz auf die Modustaste am Regler drücken. Der Regler beendet diesen Suchvorgang auch selbstständig nach 5 Minuten. Ein kleiner Tipp: Im Lieferumfang der Connect-Innenblenden sind Sticker mit Zahlen enthalten. Damit können Sie die Nummerierung auf Ihren Innenblenden oder Sensoren kennzeichnen. Die Reihenfolge ist dabei immer auch die, in der die Geräte mit dem Regler verbunden wurden. Um nach dem Verbinden der Innenblenden die Abdeckung wieder aufsetzen zu können, muss das System auf Pause oder ausgestellt werden. Das stellen Sie am Regler ein. Der Schwenkarm der Innenblende fährt zurück. Hängen Sie jetzt die Abdeckung ein und klappen Sie sie an. Jetzt können Sie das Lüftungssystem wieder in Betrieb nehmen. Wählen Sie dafür am Regler das Dreieck, also das Play-Zeichen. Die Innenblenden öffnen sich wieder, das Lüftungssystem arbeitet. Im nächsten Schritt zeige ich Ihnen, wie Sie die Sensorik einbinden. Das funktioniert im Prinzip genauso wie bei den Innenblenden. Halten Sie zuerst die Modustaste am Regler für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die LED weiß blinkt. Das kennen Sie schon. Jetzt ist der Regler wieder im Kopplungsmodus. Die Anzahl der bisher verbundenen Geräte wird angezeigt. Alle Sensoren verfügen ebenfalls über eine kleine Taste, über die Sie mit dem System verbunden werden können. Das erfolgt über das gleiche Schema, kurz antippen, also den Sensor aufwecken. Danach ca. 3 Sekunden halten, bis der Sensor grün blinkt. Wenn er verbunden ist, leuchtet die LED permanent grün und der Regler zählt aufwärts.
Auch hier ist es wieder wichtig, dass die LED am Sensor nach dem kurzen Antippen der Taste türkis leuchtet. Ansonsten muss der Sensor zurückgesetzt werden. Sie haben jetzt alle Geräte mit dem Regler über das Funknetzwerk verbunden. Nun können Sie mit den Einstellungen am Regler oder über die App in Mentor Mobile beginnen. Schauen Sie sich dazu auch unsere anderen Videos zum kabellosen Reglersystem in Mentor Connect an. Bis bald!